Hallo und herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Ihr werdet jetzt auch wieder denken, Mensch, was hat der denn da alles aufgebaut? Ich erkläre mal kurz, was ich heute vorhabe. Es gibt Blind Tasting. Ich habe mir blaue Gläser besorgt, wie ihr seht. Premiere. Der eine oder andere hatte ja angemerkt, dass das mit durchsichtigen Gläsern vielleicht nicht ganz so optimal ist. Klar, man wird von der Farbe abgelenkt und vielleicht beeinflusst. Habt ihr vollkommen recht. Ich habe mir diese Dinger besorgt. Und da sieht man jetzt wirklich überhaupt nichts durch. Ich mache mal einen Deckel ab. Die haben jetzt auch schon ein bisschen gezogen, sozusagen gestanden. Bis wir gleich dazu kommen können, kriegen sie jetzt auch noch ein bisschen mehr Sauerstoff. Und es geht, ihr seht es im Hintergrund, einmal die Frage, also um den 25-jährigen Glenfarclas. Möchte ich probieren. Der ist in einem dieser zwei Gläser. Meine bezaubernde Frau hat die wieder vorbereitet, gekennzeichnet und hier im Umschlag ist das Ergebnis. Und ich möchte den 25-jährigen Standard gegen die Nummer 19 aus der schottischen Persönlichkeitenreihe, wie ihr das auch immer nennen wollt. Ich glaube, so einen richtigen offiziellen Namen hat sie nicht. Aber darum geht es ja, um irgendwelche berühmten Schotten, die da immer vorgestellt werden, die dann den Namen tragen. Ich habe die Nummer 19 nicht, aber ich habe ein Sample gekriegt von Tomek von Whisky Gold. Er hat den verkostet. Ich rede mal mit ihm. Ich denke mal, der wird nichts dagegen haben, dass ich den Link hier einblende. Dann könnt ihr den euch einzeln angucken, was er davon hält. Und wie gesagt, meine Frage... Also, ich habe das Video natürlich gesehen und ich kann ihm da komplett folgen, dass das natürlich ein Bomben-Glenfarclas sein wird, fast 25 Jahre alt, natürlich in guten Fässern gelagert, die man dafür ausgesucht hat. Und meine Frage ist jetzt eben, die ich mir jetzt erstmal stelle, als Aufgabe sozusagen, macht es Sinn, mehr Geld für diese Special Edition auszugeben, limitierte Serie, oder habe ich mit dem 25-Jährigen genauso viel Spaß? Und oder wo sind die Unterschiede und sind sie beide gut? Sehr wahrscheinlich werde ich eh wieder zu diesem Punkt kommen. Jetzt so, was stelle ich mir vor? Der 25-Jährige Standard, dass da eben auch das ein oder andere Fass dabei ist, was vielleicht, oder das eine oder andere Refill-Fass mehr, so, dass er vielleicht etwas weniger Sherry hat und dafür mehr Eiche. Aber es ist reine Spekulation. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Schon mal gleich vorweg, woran ich die dann auch irgendwie unterscheide, wenn ich jetzt einen da drin habe, der deutlich Sherry-lastiger ist. Dann würde ich jetzt sagen, das ist dann die Sonderserie. Die kommt jedes Jahr raus. Nochmal da kurz drauf einzugehen. Ich glaube, da gab es sogar schon mal ein Jahr, wo zwei herauskamen. Ich habe ja diese drei, dachte ich, komm, mal einen Anlass, die zu zeigen. Ich wüsste ja, ich blende ja Bilder davon ein, dann hat man auch ein bisschen Abwechslung, als da immer nur eine Flasche zu zeigen. Und wie gesagt, Nummer 19, hier George Buchanan, ist 2015 rausgekommen. Jetzt schreiben wir Januar 2016. Klar, da ist noch nicht die Nummer 20 rausgekommen. Aber Tomek sagt in seinem Video auch, dass er den jetzt so aus dem Gedächtnis stark mit der Nummer 18 vergleicht, die er schon mal auch ein Video von gemacht hat. Also nur einfach mal repräsentativ stehen die hier, um auch einfach einmal diese Serie vorzustellen. Ja, warum habe ich mir die Nummer 19 noch nicht gekauft? Sie ist relativ teuer gestartet, ist jetzt über den Lauf des Jahres immer günstiger geworden. Also ich habe das, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Nummer 18 letztes, also vorletztes Jahr 2014 recht schnell vergriffen war bei den Händlern, die sie zum normalen Preis hatten. Und dieser Preis lag, wenn ich nicht lüge, unter 100 Euro oder knapp bei 100 Euro. Und jetzt die Nummer 19 ist erstmal irgendwie auch bei den günstigsten mit 129 Euro oder sowas gestartet. Und das war mir definitiv zu viel. Was mich schon an der Nummer 18 gestört hat, ist die Limitierung. Vorher, frag mich nicht, wie weit das zurückgeht, auf jeden Fall, die beiden davor sind auf 1200 Flaschen limitiert. Dann haben sie einen Sprung gemacht auf 2400.
Also gleich das Doppelte. Jetzt von Sammlersicht ist das ja natürlich nicht gerade förderlich, dass man sich dann die nächste Flasche kauft. Und wenn sie dann noch teurer wird. Diese Serie ist für Deutschland. Also ich habe es jetzt nirgendwo gelesen. Ich hole hier einfach mal die erste Flasche raus. Mache ich jetzt mal bei allen. Kommt die Holzschachtel weg. Ich meine, Holzschachtel ist ja schön und gut, aber das ist das einfachste Weichholz, was ihr kaufen könnt. Also wenn das in Massen irgendwo gemacht wird, ich meine gut 1200 Stück oder 2400 ist ja auch schon eine Hausnummer. Ich hatte letztens so ein olles, wie heißt das, Badeset in der Hand, so Entspannung, Wellness und, hatte jemand anders zu Weihnachten bekommen. Das lag auch in diesem gleichen Weichholz, da war da so eine olle Hornhautraspel drin und das Badesalz und so. Also das ist wirklich nicht teuer herzustellen. Weiß ich nicht. Wenn dann nimmt doch, oder wenn er dafür wirklich etwas besseres Holz nimmt und 10 Euro mehr verlangt, das würde ich dann echt gerne ausgeben, ganz im Ernst. Drin einmal zu der Persönlichkeit, das finde ich wieder eigentlich ganz witzig. Ich denke, wir meisten Whisky-Nerds haben ja eh irgendwie so ein Faible dann für Schottland und man staunt da manchmal, Mensch, den habe ich doch auch schon mal irgendwo gehört oder gelesen oder im Physikunterricht oder was auch immer in Geschichte. Ist ganz interessant. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, wenn man sich da eine Flasche aufreißt und die dann trinkt, da hat man auch was Schönes zu lesen. Ich versuche den hier gerade rauszukriegen, den Zettel. Er kommt aber nicht. Er ist jetzt auch nicht ganz so entscheidend. Auf der Rückseite stehen nochmal alle Erscheinungen drauf, von der ersten bis jetzt, welche Persönlichkeiten das waren. Ist für mich jetzt gar nicht so interessant. Ich hätte lieber gewusst, welche Alkoholstärke. Die ersten waren nämlich wohl Cask Strength und dann wurde irgendwann umgestellt. Und zum Beispiel welche Limitierung. Das steht leider nicht dabei. Gut, weg mit der ollen Box zur Flasche. Ich meine, die Farbe ist schon mal klasse. Deshalb kommen hier gleich die Kisten weg und die Flaschen hin. Leider ist die Standardabfüllung in so einer braun-grünen Flasche, wie auch immer. Man kann es dann leider nicht direkt vergleichen. Das Schöne ist, unten habe ich wirklich eine einzelne Nummerierung. Also hier habe ich die Flasche 899 von 1200. Wer mein Lafroig-Video letztens gesehen hat mit den 91er Vintage, da gibt es so einen ollen, blöden Zettel dabei. Ich meine, was ist das denn für eine Frechheit auf Deutsch gesagt, da einen Zettel beizupacken, wo die Flaschennummer draufsteht. Das ist so ähnlich, wie wenn ich meine Fahrgestellnummer von meinem Auto irgendwo aufs Handbuch schreibe. Ja, wie gesagt, so ein Schwachsinn. Die ersten beiden sind irgendwie so um die 23, 22 Jahre alt. Der 18er hier, also Nummer 18, geht 24, 25. Muss man sich ausrechnen mit den Daten, darauf kommt es jetzt nicht an. Aber ich bin dann, wie gesagt, hier beim 19er ja auch von 1990 bis 2015 irgendwo auch bei knapp 25 Jahren. Genau, warum ich meine, dass die nur für Deutschland sind. Mensch, bringt mir doch wieder einer auf den Punkt. Importiert für die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. Das ist ja der Deutschlandimporteur. Und wenn der da draufsteht, dann geht die Flasche bestimmt nicht irgendwo nach Spanien, USA oder wo sonst auch immer hin. Also, und dann finde ich nämlich schon 2400 Flaschen für einen kompletten deutschen Markt, ist dann schon eine Hausnummer. So. Haben wir den schönen. Jetzt hier, also was mir auch aufgefallen ist, die ersten beiden, die ich habe, die haben noch so eine schöne, eben hier, wie heißt es hier, die tolle da oben von Glenfarclas oder mit Glenfarclas Beschriftung. Und dann die hier, ich meine, ich habe sie in namhaften Shops gekauft, die hat dann wirklich nur so ein 0815 Standardding wie von irgendeinem unabhängigen Abfüller. Van Lies fällt mir hier ein, also soll nicht böse gemeint sein, aber die machen das zum Beispiel auch. So, haben wir die, ich hole jetzt mal den 25er raus. Oh Wunder, da haben wir oben die gleiche Tolle da dran. Und wie gesagt, ist eben so eine braune Flasche. So. Sonst noch ein Unterschied. Die Standardabfüllung ist 43% und die alle sind 46%. Ja, sonst, ich stelle das hier nochmal weg, das Sample.
Wie gesagt, ich habe mir Samples besorgt, auch vom 25-Jährigen. Ich will jetzt da den Namen nicht nennen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Whisky Gold ist ja öffentliche Person im Whisky-Raum. Also von daher, der wird da nichts dagegen haben, dass ich ihn genannt habe. Ich fange jetzt einfach mal an, damit es endlich losgeht. Hier mit dem Roten. Nur weil er hier außen stand, heißt das jetzt nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Gläser gerade geschnappt. Meine Frau hatte sie vorbereitet. Wenn ich hier bescheißen will, dann kann ich das machen. Klar, ohne Frage. Aber was nützt das, ne? Diese Gläser sind sehr, sehr klein. Im Gegensatz zu denen, die ich sonst nutze. Die haben eine ganz kleine Öffnung oben. Also sind eigentlich eher was für sehr leichte Malls. Richtige Sherry-Nase. Wobei ich finde, dass die noch dezent ist. Also nicht überschwänglich, keine richtige Sherry-Bombe, sondern auch mit Würze mitklingt. Ja, so eine. So eine Cremigkeit, so was Weiches. Kann man auch so. Dran riechen, auch mit der schmalen Öffnung hier oben, da sticht nichts in der Nase. Also, bisschen Eiche kommt da, meine ich, schon mit. Irgendwie aber auch sowas. Ja, ich hatte das schon beim 21-Jährigen, sowas, was Richtung Heidekraut geht, in meiner Wahrnehmung. Süße, so ein bisschen Richtung Honig. Die ganzen schweren Früchte. So ein bisschen Weihnachtsgewürz. Beuteschema. Voll da. Richtig präsent. Genau passend vom Alkohol. Ob es jetzt die 46 oder 43 sind, ich weiß es nicht. Was wunderbar, schöne Würze dabei. Ein bisschen so Richtung, ja, zartbitter, bitter, wie auch immer, wie er im Eiche so einstuft. Wie gesagt, ich kann da einiges vertragen, ich mag es auch. Von daher bin ich vielleicht immer etwas eher dann eher bei der Zartbitter, als dass es Richtung Bitter geht. Vollmilch habe ich da auch nicht, also hatte ich noch nie. Also wenn da einer sagt, Mensch, das ist aber Vollmilch, was ich da gerade hatte. Aber so auch diese Kaffeenoten, wenn ihr die haben wollt. Inklusive den dunklen Früchten und der Eiche. Das ist schon mal enorm. Also ich habe ja noch den 21-Jährigen so ein bisschen im Gedächtnis, so lange ist das ja noch nicht her. Aber das finde ich ist nochmal eine Steigerung. Egal welcher der das jetzt hier von den beiden ist. Ah, jetzt wird er noch fruchtiger. Schön, schön, schön. Schade, ich meine, meine Videos sind ja schon so lang. Schade, dass ich hier nicht noch mehr Zeit dafür verplempern kann. Ich will mich nicht zu sehr darauf einlassen. Ich kann ja gleich besser nochmal probieren. Und dann nehme ich erst den Grün, einmal nachspülen. Wenn man wenigstens so ein bisschen wieder einen freien Mund kriegt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich kann das immer nicht so ist direkt einstärken. War das schon der Obersherry-Hammer da drin? War das jetzt nur dezent, wie ich eben auch dann gesagt hatte? Oder habe ich hier dann jetzt weniger? Das kriege ich immer nicht ganz so gut hin, so von der Stärke zu vergleichen.
habe nicht diese Würzigkeit in der Nase, so stark, also nicht falsch verstehen. Jetzt erstmal als Unterschied. Letztens bei meinen 21-Jährigen hatte ich auch, oder ich habe es ja auch später eingeblendet, dass ich dann den Glengoyne zu schlecht gemacht habe. Aber ich wollte einfach diese Unterschiede klarer herausstellen. Es sind dann eben oft nur Nuancen. Ich nehme ihn jetzt nochmal. Ich finde ihn etwas fruchtiger. Also etwas sherry-lastiger. Ah, ich bin gerade am Schwimmen, ihr merkt's. Ich probiere jetzt einfach. Ja, hier habe ich die Eiche nicht so. Vom Alter sind die ja gleich, ne? Die Frucht ist jetzt aber, finde ich, nicht stärker. Mensch, das verwirrt mich. Ich hatte da jetzt eigentlich eher gedacht, dass der eine so mehr die Sherry-Bombe ist. Also ich rede jetzt hier nicht, wie gesagt, ich versuche jetzt die Unterschiede zu finden. Ich habe hier ein Top-Malt im Glas, ne? Nicht falsch verstehen. Meine Frage ist ja, wie gesagt, brauche ich als Genießer jetzt die Special Edition, sonst entgeht mir was? Und gerade habe ich noch das Gefühl, das ist jetzt aber, oh, das ist auch schön fruchtig. Nicht, dass ihr sagt, du hast gar nicht geschwärmt oder so. Oh, jetzt wo ich ihn erstmal. Hab ich denn das bei? Ist da aber auch. Mensch. Wie gesagt, ich sehe mich ja immer noch als Anfänger. Ne, nicht drauf rumhacken. Tut mir leid, dass ich Videos mache und die online stelle. Wenn sich davon jemand gestört fühlt. Ich meine, ihr dürft alles gucken, was ihr wollt, aber wenn nicht, schaut andere Videos. Schaut Tomek an, der kann das viel besser rüberbringen und beschreiben. Nimm den nochmal. Ich könnte jetzt noch nicht mal eine Wette abgeben, wer jetzt vom Alkohol her höher ist. Also auch, habe jetzt auch eine gewisse Würze. Ne? Nicht, dass der jetzt, wie gesagt, ich versuche die Unterschiede irgendwo jetzt festzustellen. Ich werde jetzt gleich nochmal ihn hier probieren. Ich werde gleich auch, da muss ich dann, das werde ich nachtragen, ich hole gleich mir nochmal zwei normale Gläser und fülle mal die beiden Samples da rein, ob man einen Farbunterschied sieht. Ich werde den jetzt hier auch trinken, ohne dass ich spüle. Die sind also sind beide sehr, sehr schön. Ich muss mich jetzt festlegen, sonst nützt das ja nichts. Sonst macht das Ganze ja keinen Spaß. Ich sage, der rote ist die Special Edition. Ich meine, dass ich etwas mehr Alkohol hatte. Frucht. Ach, die ist auch da göttlich, um Gottes Willen. Kinder, ich mache jetzt auf. Oh, ich glaube, ich habe es von hinten sogar gesehen. Der rote ist die Nummer 19. Ich bin stolz auf mich. Wenn nicht, wäre auch egal gewesen. Ich hatte es ja bei dem Highland Park, bei dem Siergut und den 18-Jährigen. Ja, aber finde ich interessant. Aber der Unterschied ist sehr gering. Die sind ganz dicht beieinander für mein Geschmacksempfinden eines Geschmacksligasthenikers, eines Anfängers oder eines von mir aus, der gerade mal etwas fortgeschrittener ist, ne? Also Profis, macht mich jetzt nicht runter. Also gut sind sie beide. Jetzt ganz ehrlich, ob ich sie beide offen brauche in meiner Bar. Ich glaube, wenn ich beide schon habe zum Trinken, dann macht sie nacheinander auf. Gleichzeitig ist es echt. Ist es das nicht wert? Oder erst wenn die eine Flasche wirklich fast alle ist, dass er da nochmal vergleicht.
Ja, wie gesagt, ich mache gleich die Samples. Ich bin hier, wie gesagt, immer noch. Das ist die Nummer 19. Also, wie gesagt, ich bin so zurzeit so auf die Unterschiede aus. Also nicht sagen, Mensch, irgendwie der kam gar nicht gut rüber. Die beiden sind super. Ich höre jetzt hier auf. Ich zeige gleich nochmal die beiden Gläser, geht's ja sofort weiter. Aber ich finde die beide gut. Also ich würde sie beide nicht offen in meiner Bar stehen haben wollen. Es sei denn, ich gewinne morgen im Lotto, dann kann ich das von mir aus machen, aber sonst wäre es einfach zu schade. Ja, Kaufempfehlung. Also wenn Tomek sagt, der 18er war ähnlich, guck mal, ob er vielleicht den 18er noch günstiger findet als den 19er, wenn ihn unbedingt einer haben will. Und ansonsten, der 25-Jährige ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, Kaufempfehlung für beide, um Gottes Willen. Hau raus, das Ding. Macht's gut. Ciao. Ich habe Gläser geholt. So, machen wir mal ein bisschen Platz. Wir wollen ja die Farbe sehen. Gefärbtes färbt nicht. Ich glaube, das bin ich gerade gar nicht drauf eingegangen. Kühlfilterung. Ich blende es ein. Das ist das Einfachste, habe ich gelernt. So. Standard Ranch 25 Jahre. Jetzt die Nummer 19. Ich sehe es von der Seite nicht. Entschuldigung, ihr werdet es gleich sehen. So. Ich muss jetzt einmal so blöd vor die Kamera. Ich blende gleich auch noch mal ein Foto ein. Ich werde es gleich noch mal fotografieren, dann könnt ihr es auch noch mal sehen. Also jetzt den riesigen Unterschied. Ich würde ja sagen, dass die Nummer 19 einen Tick dunkler ist. Ich weiß aber nicht, ob es Einbildung ist, weil ich sage, da sind die besseren Fässer drin oder nicht. Ich fand es ja auch interessant, dass ich hier bei dem Standard meinte, dass der mehr Eiche hat und dass dann praktisch die Nummer. Gut, vielleicht ist es so, dass die Nummer 19 dann, da sie viel fruchtiger ist, da bessere Fässer vielleicht benutzt werden, die frischer sind, die mehr Sherry-Aromen noch abgeben, dass da die Eiche dann nicht so stärker rüberkommt. Aber alles Spekulation. Ja, jetzt muss ich gleich noch gucken, dass ich sie auseinanderhalte. Das soll es gewesen sein. Ciao.